So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir wollen heute natürlich versuchen, mal gekreuzte Stäbe der Schulchampion zu sein. Wir haben ein paar Aufträge. Und vielleicht. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Absolut. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, klar, ja, Natzi. Dann kann's ja losgehen. So, probieren's, ne? Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Ich kann euch Assis ja aber auch mal verbrennen. Jetzt haben wir es. Ja, dann haben wir sie dann doch alle vier gekassiert. Du hast das Turnier gewonnen. Ja, geil. Ja. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. So. Auftrag abgeschlossen. Gekreuzte Stäbe Runde 3. Wir haben irgendwas dafür noch gekriegt. Dann nochmal Sammlung. So, was haben wir hier? Erscheinungsbilder. Okay. Da ist sogar noch mehr. Warte mal, da unten ist das irgendwo weiter. Gewand des Champions der gekreuzten Stäbe. Okay. Können Sie schaffen, zu mir? Mein Elfstich beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie kannten inzwischen etwas mehr Glück. Aber wir haben ja noch eine Aufgabe, die wir so nebenbei machen können, wo wir einen weiteren Zauber lernen können, was ich auch noch gerade nochmal angehen möchte. Weil das wäre natürlich jetzt ein bisschen wenig. Und zwar machen wir das Thema hier. Den Änderungshalber wollen wir lernen. Mit Professor Weasley sprechen. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir hin müssen. Professor Fig, das möchte ich in der nächsten Folge mal machen. Und zwar, was ist das hier? Okay. Raum der Wünsche. So. Hallo, Professor Weasley. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut.
Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Aber. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Wie viel brauche ich denn? Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Oh Gott, sagen, wir haben doch... nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Okay. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Gut. Beschwöre Wanddekoration, beschwöre Bodendekoration. Sind wir überhaupt noch? Ja, wir sind. Stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Warte mal, ich muss jetzt gerade wieder mal umändern meinen Moveset, oder? Ja. So, boah, Wand und Boden brauchen wir, ne? Hat die gesagt. Teppiche? Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan vom Ticket. Vor allem mittelgroßer elektrischer Teppich. Gemacht. Ja, alles gut. So, Thema erledigt. Achso, wir brauchen 5 insgesamt, okay. Das mache ich auch jetzt gerade nur notgedrungen, weil es muss. Und die Wanddekoration brauchen wir noch. Hier. Warte mal kurz. Kunstwerke. Kindermädchen. Nehmen wir das hier. Jo, mach mal. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Hm. Wo sind wir da? Änderungszauber gelernt. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Okay. Warte mal, dann muss ich das kurz wieder ändern. Das war, sage ich jetzt nicht gehört. Wissenschaftliche Wende. So, nehmen wir den hier. Ändere die Farbe. Ach, ändere die Farbe, ändere die Größe. Wir machen das natürlich schlitteren Grün. Also ich bin absichtlich.
Aber was ist da? Sind Sie für größere Herausforderungen bereit? Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. So, jetzt habe ich den Boden freigestellt, oder was? Der hier, der gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, ich habe Zentralboden. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie. So, das muss ich jetzt... Wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Eine kühle, durchflutete Atmosphäre. Natürlich und erdverbunden wäre schön und dunkle, mysteriöse Räume. Ja, bitte. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Können wir uns das Ganze mal angucken? So. Gucken wir mal, das Ambiente. Ja, das gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut gerade, ja. Mit dem Boden zusammen, das passt zu mir, zu als Slytherin. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Okay, das wäre meine... Ich habe viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Dankeschön. So, Auftrag abgeschlossen. Fallschirme. Und wir sind Level 11. So, Talente. Ich werde jetzt hier gleich Feierabend machen. Traum der Wünsche. Was haben wir hier? Oh, das ist gut. Quasi, wenn wir einen werfen, machen wir zwei. Also, wir haben ja halt auch die die chinesischen Kaukohls. Was haben wir hier eigentlich noch, der Mensch? Der Edos-Trank macht dich unverwundbar. Und reflektiert Projektile. Okay. So, Sammlung. Was haben wir hier? Goldene Kräuterkunde Trophäe. Gut. Passt so. Was haben wir hier eigentlich momentan noch an? Können wir was machen? Mega Power Trank, Herr du. Gut, theoretisch. Aber die sagt nicht. Müssen wir sonst kaufen, ne? Felix Fluska. Oh ja. Das machen wir mal kurz. Mega Power Trank. Sicher ist sicher. Gut.
Perfekt. Haben wir zumindest mal einen Mega-Power-Trank gemacht. So, gucken wir mal ganz kurz nach dem links hier vorbei. Das haben wir ja. Diptam. Wir machen mal Diptam dran. Judy. So, wir verlassen den Raum. Ich muss völlig auch langsam Feierabend machen. So, Raum der Wünsche, klar, der verschwindet wahrscheinlich jetzt. Genau, so ist es. Was haben wir hier noch? Ich muss mal gerade gucken, weil wir auch eine Mission haben. Also, haben wir, ja. Aufträge da ist es. Gut. Ich schaffe die Zauberträge Maxim und Edukus und testen sie gleich. Wir brauchen wahrscheinlich Zutaten. Das wäre so, das sind so Nebenmissionen. Beschaffe und teste eine Venomosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Rolle gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay. Die Flugprüfung. Ja, wir haben noch ziemlich viele Nebenaufgaben. Gut. In der nächsten Episode geht's zu Professor Fig. Und dann schauen wir mal, was der so für uns hat. Bis dahin und auf Wiedersehen mal Let's Play Hogwarts Legacy.